Also, heute habe ich den Herrn Neuendorf bei mir und wir wollen uns mal über mein Konzept zum idealen Staat unterhalten. Wir haben ja schon ein bisschen Vorgespräch geführt und da hat sich herausgestellt, Sie waren ein DDR-Bürger und auch ein loyaler DDR-Bürger, kein Gegner. Und dann haben Sie mir gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, was man Ihnen in der DDR über die DDR gesagt hatte, das hat nicht gestimmt. Was man über die Arbeiterklasse gesagt hat. Was man Ihnen über die Arbeiterklasse gesagt hat, das hat nicht gestimmt. Aber was man Ihnen über den Kapitalismus gesagt hat, das hat gestimmt. Das heißt, Sie konnten jetzt hier im Westen feststellen, dass es damit seine Richtigkeit hat. Aber dann frage ich schon gleich mal neugierig, was hat denn jetzt an dem, wie war denn das Bild, was man Ihnen über die Proleten, über die Proletarier vermittelt hat, über die Arbeiterklasse, und was hat daran nicht gestimmt? Naja, dass die halt ein Klassenbewusstsein haben und dass sie solidarisch sind zusammen. Ja, und das fanden Sie nicht? Sie fanden das Klassenbewusstsein nicht? Naja, nee, also ich... Also ich hatte den Eindruck, dass jeder versucht, sein Proletarier-Schicksal zu entkommen, ja. zu entkommen und irgendwie sich was Kleinbürgerliches ja, aufzubauen. Ja, ja. Zum Großbürgertum hinzuwenden war ja nicht möglich, denn das war ja in der DDR nivelliert. Hier bei uns ist das ja nur anders. Hier gibt es ganz Reiche und Mittelstand und dann gibt es welche, die gar nichts haben. In der DDR war man doch einigermaßen gleichgeschaltet. Das ist ja das Erstaunliche, auch wenn einer studiert hatte, der hat wohl was mehr gekriegt als ein Arbeiter, aber so viel mehr auch wieder nicht. Wo? In der DDR. Ja, also es war sogar so, wenn der Arbeiter hatte möglicherweise sogar mehr. Weil er früher angefangen hat zu arbeiten, das sowieso, und ja. weil er vielleicht noch schwarz nebenher arbeitet. In der Gesamtrechnung war er sogar noch besser gestellt. Ja. Trotzdem haben immer wieder Leute studiert. Nicht? Ja, aber damals hat man ja auch noch nicht wegen dem Geld studiert. Also, nein, es war auch das bisschen das Statussymbol. Man war halt dann der Herr Doktor und der Mugger, oder? Wenn man schon nicht viel Geld verdienen konnte, dann konnte man sich wenigstens ein gewisses Ansehen erarbeiten, oder sehe ich es falsch? Also sagen wir mal, von meinen Kommilitonen gab es einige. Gab es auch einige, die so die Idee hatten, wenn sie dann studiert haben, können sie vielleicht als freier Ingenieur arbeiten. Also gab es auch. Doch mehr zu verdienen. Ja, dann auch mehr zu verdienen. Ja. Es ging auch um das Statussymbol, also... Gab's ich denke auch, dass das eine große Rolle spielte. Aber mir ging es eigentlich darum, ein Kollege hat es sehr gut formuliert, ich möchte mich aus den sozialistischen Produktionsverhältnissen heraushalten, möglichst lange. Also mir ging es einfach darum, ich wollte nicht jetzt in die Fabrik und arbeiten. Das hatte ich, während der Schulzeit gab es ja schon diesen Unterricht in der Produktion, ich wusste, was das war und das wollte ich nicht. Also ich wollte lieber studieren, mir Wissen aneignen und jedenfalls... Etwas verselbstständigen. Ja, und man hatte ja auch noch sehr viel Urlaub. Also wir hatten Semesterferien waren 2 Monate. Also wenn man gearbeitet hat, dann war der Urlaub auf 3-4 Wochen begrenzt. Also schon auch ein gewisses Maß an Egoismus, kann man sagen. Vorteilsstreben. Ich will das gar nicht abwehren. Sehr menschlich, nicht? Der Versuch, die Stellung zu verbessern gegenüber anderen. Aber das ist ja auch nicht unser Thema, das spielt dann keine Rolle. Vor allen Dingen, es kommt ja jetzt auch nicht darauf an, wir wollen ja das Gesamte sehen, wie Sie das persönlich empfunden haben und wie es im Allgemeinen war, das ist ja nochmal was anderes. Wir haben ja heute ein besonderes Thema. Ich habe ja mich erdreistet, einmal einen Idealstaat zu entwerfen. Und das haben Sie im Internet gefunden, der ideale Staat, darüber wollen wir reden. Ich bin sehr gespannt, was Sie mich fragen werden. Hier in meinem neuen Buch, Politische Analysen und Visionen mit 35,
ist auch im hinteren Teil das ganze gesamte Konzept des idealen Staates enthalten. Bei Bedarf kann man das dann nachschauen. Und scheinbar hat sie das interessiert. Und jetzt haben Sie Fragen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie die erste Frage lautet. Okay, die könnte... Also, da fangen wir dann gleich mal an. Sie gehen gleich systematisch danach vor. Ja, das Wesen. Ja, das Wesen, das Wesen, das grundsätzliche Wesen steht hier. Der idealen Staatsform ist ihre Unabhängigkeit von der ethnischen Zusammensetzung des Staatsvolkes. Sie ist einschließlich der religiösen Belange kulturunabhängig. Ja. Das bedeutet also, es ist möglich, dass in diesem idealen Staat verschiedene Ethnien zusammenleben, verschiedene Kulturen, ja, verschiedene Religionen. Ja. Also so wahrscheinlich... Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die Religion ganz verschwinden würde, aber... Es soll nicht Sache des Staates sein, die Religion zu bekämpfen, aber es soll auch nicht Sache des Staates sein, eine bestimmte Religion zu fördern. Und zwar überhaupt nicht. Und vor allen Dingen sollten Religionsgemeinschaften sollten sich entfalten dürfen, aus eigener Kraft und eigenen Mitteln, aber nicht mit staatlichen Mitteln. Und sie sollten aus der Jugenderziehung herausgehalten werden, und zwar vollkommen. Ja, also das sehe ich genauso. Religion sollte völlige Privatsache sein. Ja. Also Staat. Also mein Staat hat mit dem, was wir so kennen, sehr wenig zu tun. Und auch die Kultur ist nicht Sache des Staates. Nichts gegen Kulturkampf, aber, aber das ist schon das Nächste. Bleiben wir ruhig mal. Ich bleib dabei, ich mache nur zu, dann. Also. Deshalb wollte ich jetzt mal eine ketzerische Frage stellen, Herr Hoffmann. Ja. Sind Sie für Multikulti? Ich bin dafür, dass man die kulturelle Entwicklung der Menschen einfach laufen lässt. Das ist immer so gewesen. Kultur entsteht nicht irgendwo an einem Fleck und bleibt dann steril, so wie sie ist, sondern da ist immer Importware dabei. Und Multikulti bedeutet ja zunächst erstmal, dass verschiedene Kulturen nebeneinander bestehen, ohne dass der Staat eingreift. Das wäre in Ordnung, aber in der Praxis bleibt es dabei ja nicht. Die verschiedenen Lebensformen vermischen sich dann mit der Zeit und es entsteht immer wieder irgendetwas Neues. Und wenn wir mal zurückdenken, unsere Rechten, die haben es ja immer mit der Geschichte und die wollen ja immer zu den Wurzeln zurück. Aber wenn sie mal einen Schritt weiter zurückgehen würden, als dorthin, wo sie immer verharren, und sie würden zu den Römern kommen, bevor das Christentum Staatsreligion wurde, da fing das Leiden an, nicht? Mit dem Konstantin 332 oder 332. Mhm. Da fing der Zwang an. Aber davor, wenn der Kaiser geehrt wurde und die Kaiserstatue gegrüßt wurde, konnte doch jeder eine Religion haben, wie er wollte. Und da konnte es doch sein, dass der Hausherr vormittags in den Zeus-Tempel geht und opfert und die Frau ging nachmittags in den Isis-Tempel und opferte da. Man stellte sich mit allen Göttern gut. Und es war ein multikulturelles Leben. Und, es gab ja viele Götter, ne? Nicht nur einen. Ja, es gab viele Götter und wenn mal ein neuer dazu kam, dann war das auch in Ordnung. Zum Beispiel der Isis-Kult. Nachdem die Römer dann Ägypten erobert hatten, haben dann ägyptische Götter auch in Rom und in ihren anderen Reichsländereien Fuß gefasst. Ja, dann hat man gesagt, kann ja nicht schaden, wenn wir uns mit denen auch noch gut stellen. Wird halt auch ein Tempel gebaut und wird geopfert. Nur das ganze religiöse Gehabe, das wird sich eines Tages auflösen. Also wir sind schon auf einem guten Weg, es reicht noch nicht. Und ich muss sagen, das zum Beispiel war eine Großtat der DDR, dass sie eigentlich ganz richtig
die Kirche nicht aktiv bekämpft hat, aber auch nicht gefördert. Und stattdessen arbeitet das sogenannte Heidentum, die DDRler sagen immer, ich bin Heide, muss ich immer lächeln, denn das wäre ja was anderes. Als Heide müssten sie ja an irgendwelche heidnischen Götter glauben. Ja, die Heiden von Kummerow. Also mich, wir waren Atheisten. Ja, eben. Die sagen halt Spaß, ich bin Heide. Sie meinen eigentlich, ich bin Atheist. Und sie haben dem Atheismus Vorschub geleistet. Und das finde ich eigentlich gut. Und so wie es jetzt ist, ich habe neulich mal gehört, in Deutschland, also in Gesamtdeutschland, sind nur noch 50% der Menschen konfessionell gebunden. Was nicht bedeuten muss, dass nun alle, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, vollkommen ungläubig sind. Es heißt aber auf gar keinen Fall, dass die konfessionell Gebundenen alle gottgläubig sind. Also, wenn ich denke, wie fromm und gläubig unsere Großeltern waren, meine Eltern schon nicht mehr, aber die Großeltern und die ganze Generation, das lässt sich mit heute gar nicht mehr vergleichen. Und Kultur, ich möchte nicht, dass der Staat, der muss andere Aufgaben haben. Es darf nicht seine Aufgabe sein, Kultur zu verwalten. Und Kultur bedeutet ja auch immer Zwang. Nicht? Also kulturelle Einengung. Ja, Ordnung ist Zwang, aber Ordnung ist das halt nicht. Ja. Natürlich, Ordnung ist das Gegenteil von Freiheit. Und da muss man sich entscheiden. Das Gegenteil von Ordnung ist eigentlich Chaos, aber was ist Freiheit? Freiheit. Wenn Freiheit nach dem Wort ist Freiheit die Abwesenheit von irgendetwas. Freiheit ist die Abwesenheit von? Von irgendetwas, zum Beispiel jugendfrei oder gewaltfrei. Und eigentlich ist dann Meinungsfreiheit die Abwesenheit von Meinung. Und das ist auch das, was ich in den letzten 28 Jahren erlebt habe, dass man gar keine Meinung mehr hat oder sie verbirgt, sie nicht mehr offen ausspricht. Ja, weil es gefährlich wird. Ja. Und es ist mittlerweile, wir waren ja daran gewöhnt, Sie wissen ja, ich habe 10 Jahre bis zu meinem 16. Lebensjahr in der DDR verbracht. Mit 5 Jahren sind wir im Krieg dorthin. Und mit 16 Jahren bin ich weg. Und wir waren von klein auf daran gewöhnt, dass man in der Öffentlichkeit nicht alles sagen konnte oder durfte, was man zu Hause sagen konnte. Also das, was zu Hause gesprochen wurde, das konnte man nicht unbedingt in der Schule oder am Arbeitsplatz äußern. Nee, ja, aber das habe ich natürlich in der DDR auch erlebt, das war auch ganz klar. Aber zumindest konnte man unter den Kollegen, hat sich keiner zurückgehalten. Ja. Und ich wollte aber dann noch weiter sagen, inzwischen, also als ich in den Westen kam, das war die Adenauerzeit, da war die Bevölkerung in diesen Punkten noch frei. Da konnte man sich noch sehr frei äußern, das hat überhaupt keinen Menschen interessiert. Das ist heute anders und es spielt natürlich auch eine große Rolle, also zum Beispiel, wenn einer jetzt national ist und rechts ist, der konnte sich damals entfalten, weitgehend. Heute nicht mehr. Nicht nur, weil wir eine linke Regierung haben oder halt im Parlament sitzen haben, sondern aus einem anderen Grunde. Solange die sozialistische Sowjetunion abhängige DDR bestand, war natürlich auch der richtige Nazi, der war natürlich der Regierung angenehmer als der Kommunist. Der Kommunist war gefährlich, der Nazi nicht, den konnte man schön gebrauchen, die meldeten sich alle zum Militär und waren aber pro-amerikanisch, was heute nicht mehr der Fall ist. Und inzwischen hat sich das aber geändert. Seit die DDR weg ist und, sagen wir mal, das war ja eine gewisse Gefahr auch immer für den Westen, dass der Westen sozialistisch wurde. Da brauchte man die Rechten. Aber jetzt braucht man sie nicht mehr, jetzt kann man sie nachstreiten. Nicht? Jetzt hat man also eine rote Linie gezogen
Und die rote Linie ist da, auf der anderen Seite der roten Linie ist das Nationale. Und das darf nicht sein, das muss unterdrückt werden. Aber trotzdem, um da mal, ja, was mir an dem Multikulti nochmal wichtig ist, ja. Es gibt ja jetzt viele auch rechte Bürgerbewegungen, die dann aus der ganzen Ausländerproblematik das alles auf den Islam schieben. Ja. Und das finde, da wollte ich Sie halt fragen, wie stehen Sie dazu? Weil aus meiner Sicht ist es ja so, wenn ich jetzt gegen den der Islam hat da nichts damit zu tun und ich kann dann, wenn ein Mensch an Allah glaubt, da kann ich dann nicht seine religiösen Gefühle verletzen. Also, bei mir ist es sowieso etwas anders. Ich habe einen anderen Überblick. Als ich in den Westen kam, kam ich erstmal in ein Studentenheim. Und die ersten Ausländer, die damals da waren, das waren Iraner und auch ein Afghaner. Bei Türken gab es noch nicht, die kamen später. Und ich habe mich da sehr schnell angefreundet. Mich hat das nicht abgestoßen, sondern das Fremde hat mich fasziniert. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, weil die ja nun eine Minderheit auch waren. Aber ich wollte immer wissen, wie es bei denen zu Hause ist und wie die nun so sind und was an denen anders ist. Und dann habe ich ihn nicht verstanden. Und das Erste, was ich gemacht habe damals schon, ich habe Persisch gelernt. Später dann noch Türkisch. Ich war dann später als junger Mensch auch im Iran, wer meine Lebenserinnerungen gelesen hat, ersten und zweiten Teil, der wird vielleicht meine Haltung gegenüber diesen Völkern besser verstehen. Das kann man nicht so ohne weiteres. Ich frage mich auch manchmal, was aus mir geworden wäre oder welche Denkweise ich hätte, wenn ich ewig in der DDR geblieben wäre. Oder wenn ich diese Weltreisen als junger Mensch nicht gemacht hätte und diese Kontakte nicht gehabt hätte. So. Ich habe mich aber auch sehr viel befasst mit vormosaischen Religionen. Das ist klar, wenn man die Sprachen lernt, dann stößt man auf die Geschichte und dann kommt eins zum anderen. Und dann interessiert man sich auch für die Religion. Und ich habe da einen anderen Überblick. Ich bin vollkommen areligiös, ich bin Atheist. Aber weil ich Atheist bin, kann ich natürlich tolerant sein. Ich glaube, dass die Gläubigen irgendeiner Sparte, die können einfach nicht tolerant sein, weil sie ihrem Gott gegenüber die Treue halten müssen. Und weil alles andere eine Konkurrenz ist. Und ich sehe natürlich auch, zum Beispiel bei der AfD, ist natürlich ein gewisser Anteil, ein starker Anteil, ist natürlich katholisch. Und zwar so rheinisch-katholisch, so Adenauer-katholisch. Und die sehen natürlich im Islam eine Konkurrenz. Also ich halte diese ganze Anti-Islam-Bewegung finde ich nicht nur für saudumm, sondern auch für sehr gefährlich. Und wenn wir schon die Religionen auf ihre angebliche Gefährlichkeit hin untersuchen und dann immer in der Geschichte rumwühlen, gerade wenn man die Geschichte betrachtet, muss man, wenn man sie kennt, muss man einräumen, solche Scheißlichkeiten, wie sich die katholische Kirche hat zu Schulden kommen lassen, finden Sie in den islamischen Herrschaften nicht. Also wohin sind denn die Juden nach der Reconquista, nach der Eroberung der spanischen Kalifate ausgewandert? Zu einem großen Teil in die osmanische Türkei. Überall, wo die hingekommen, wo die Türkei, wo die Osmanen geherrscht haben, auf dem Balkan, das war ja alles mal türkisch, sind die christlichen Kirchen alle bestehen geblieben und die Juden durften auch leben. Und die Katholiken hingekommen sind, haben sie alles ausgerottet. Mit Rumpf und Stiel und grausam. Und das Bedauerliche ist, dass wir natürlich jetzt eine ähnliche Erscheinung wie bei den Katholiken, diese scheißliche Inquisition war. Das haben wir natürlich jetzt mit diesem islamischen Staat, der von Saudi-Arabien aus gesponsert wird und natürlich eine ganz besondere Sparte ist, also einer ganz besonderen, extrem unduldsamen Glaubensrichtung innerhalb des Islam folgt.
Und das wird natürlich auch benutzt und da werden natürlich die Verhältnisse verzerrt dargestellt. Naja, also es gab christlichen Terror, es gab oder gibt islamischen Terror, aber das hat nicht... Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar. Das Ausmaß des katholischen Terrors verglichen mit den arabischen und osmanischen Eroberungen, das sind ja Waisenknaben, das sind ja Wohltäter gegenüber den Christen. Die haben ja überhaupt nichts übrig gelassen. Schauen Sie mal nach Südamerika, was haben die von dem alten Glauben übrig gelassen? Alles, die Ketzer, alles ausgerottet. Das haben die Mohammedaner nicht gemacht. Im Gegenteil, als sie Persien erobert haben, die Perser waren ja zarathustrisch, wir würden jetzt flapsig sagen Feueranbeter, dann war das so, dass die Araber, die Eroberer, die mussten keine Steuern zahlen. Steuern mussten die anderen zahlen. Das war das Einzige. Naja, die Perser nicht faul, die haben sich mit der Zeit gesagt, nö, wenn das schon mal so ist. So wie viele auch gesagt haben in der DDR, das bleibt immer so, da arrangiere ich mich mit dem Staat. Ändert sich sowieso nichts, da mache ich halt mit. Warum soll ich da mit dem Kopf gegen die Wand rennen? Und das hat dann so viel Übertritte gegeben, freiwillige Übertritte zum Islam, dass es eine Sorge für die Mohammedaner geworden ist, weil die Steuereinnahmen geringer wurden. Die wollten das gar nicht. Im Gegenteil, die haben auch auf dem Balkan, die Osmanen, die haben ja von den Steuern der Kirchen gelebt, sozusagen. Aber egal wie, sie haben sie toleriert und leben lassen. Die Christen nicht. Ja, wobei die Christen, also... Ja. Die Katholiken. Der normale Gläubige, der hat doch mit diesem Terror eigentlich, der hat ihn nicht gewollt, der hat ihn auch nicht organisiert. Also das sind die Machtstrukturen. Ja. Also ich wollte sagen, ganz so ist es halt leider nicht. Die Masse war nicht nur gläubig, sondern sie war fanatisiert. Im Moment bereite ich einen Videovortrag vor über das Judentum in Deutschland von Anfang an so bis in die Barockzeit hinein. Diese Scheußlichkeiten, zum Beispiel hat man einen jüdischen Münzmeister Lippmann, den hat man nicht nur furchtbar gefoltert und gequält, anschließend hat man ihn noch öffentlich gevierteilt. Und bei all diesen Verbrennungen in Bamberg haben die Katholiken 10% der eigenen christlichen Bevölkerung ausgerottet, weil man sie beschuldigt hat, meistens Leute, die gutes Vermögen hatten, alleinstehende Frauen, Witwen, weil das ja natürlich alles die Kirche kassiert hat. Man hat sie gequält, gefoltert und öffentlich verbrannt, zum Gaudium der Bevölkerung. Also ganz so unschuldig war die fanatisierte katholische Bevölkerung keineswegs. Ja, gut, mag sein. Aber jedenfalls fällt es auf, dass in der DDR, wo die Kirche keine Macht mehr hatte, sie auch viel Gutes getan hat, obwohl merkwürdigerweise Rede ist von diesen Missbrauchssachen, das geht ja bei den Ost- und Westfälle. Ja, dazu muss man nur Folgendes sagen. Die ganze Missbrauchgeschichte haben wir in der katholischen Kirche durch das Zölibat. Die DDR war ja weitgehend evangelisches Gebiet mit ganz wenigen katholischen Enklaven. Und es ist ein Riesenunterschied. Neulich hat mal zu mir einer gesagt, warum hackst du immer auf den Katholiken rum und nicht auf den Evangelischen? Die sind doch genauso. Ja, zum Beispiel, was die Verteufelung der Juden anging, war der Luther nicht besser, vielleicht manchmal sogar noch schärfer. Aber es ist ein großer Unterschied, also einmal schon, ich sage mal, wenn einer national ist, supranational und gleichzeitig katholisch, dann muss er einen Vogel haben. Denn es gibt nichts Internationaleres als die Katholiken und das Zentrum der Katholiken, die Machtzentrale ist außerhalb des Landes. Bei den Evangelischen nicht, das ist eine deutsche Einrichtung erstens und im Zusammenhang mit dem Missbrauch hat man das eigentlich überhaupt nicht. Oder eben nur so, wie es halt auch in der üblichen Bevölkerung vorkommt, sehr wenig, weil die evangelischen Pfarrer heiraten können. Die haben eine Frau, die haben ein geregeltes Sexualleben. Die Katholiken nicht, das ist ja ganz klar.
dass sich natürlich die, wie soll ich mal, milieugeschädigten Perversen alle dorthin ziehen. Ja gut, aber lassen wir das Thema. Ja. Jetzt geht es ja noch weiter. Ja. Das Wesen des idealen Staates ist ja das, dass er von der Fläche her groß genug sein muss, genügend Ressourcen enthalten muss, ja, um autark existieren zu können. Ja. Und, was ich sehr interessant finde, dass er halt nur die Bevölkerung, es darf nur so viel Bevölkerung geben, dass die dort von dem Land, was diesen idealen Staat ausmacht, auch leben können. Und diese Bevölkerung muss konstant gehalten werden. Ja. Oder also zumindest muss man was dagegen tun, wenn sie, ja, wenn sie explodiert oder wenn sie zu höher abnimmt. Was ja sich sehr unterscheidet von allem, was... Bevölkerungswachstum regulieren würde jetzt erstmal bedeuten, so gut es geht, reduzieren. Aber Bevölkerungswachstum regulieren kann auch bedeuten, anheben und ankurbeln, je nach Bedarf. Wenn das Bevölkerungswachstum zu stark absinkt, dass die Infrastruktur nicht mehr bedient werden kann, dann kann es natürlich notwendig werden, dass man die Bevölkerung auch wieder ansteigen lässt, sei es nun durch Geburten oder durch Zuwanderung. Aber im Moment haben wir eine Situation, wo wir uns vom eigenen Boden, Bundesrepublik Deutschland, nicht ernähren können, überhaupt nicht. Im Moment müssten wir die Bevölkerung reduzieren. Ja, also ich finde auch global. Natürlich global, nur das ist auch so eine Sache, die Vorstellung, dass man global alles gleichzeitig regeln könnte, sozusagen mit einer Art Weltregierung, das halte ich für nicht machbar. Es ist doch immer so, wenn irgendwo ein Staatswesen existiert und für sich und seine Bürger bessere Bedingungen schafft mit einer besonderen Staatsform als anderswo, dann orientieren sich andere Staaten daran. Also es war ja so, das kann man ja nicht verschweigen, in der Zeit des Dritten Reiches war es ja dann schon so, Deutschland war außerordentlich erfolgreich. Also gemessen an der Ausgangslage war es wirklich ein Wunder. Und das ist natürlich auch kopiert worden. Ich meine, die Sowjetunion war ja ähnlich strukturiert. Manchmal bin ich gefragt worden, warum haben die zwei, die Sowjetunion und die Nationalsozialisten, ihren Laden nicht zusammengeschmissen? Denn die waren sich doch viel ähnlicher als die anderen, die Engländer und die Amerikaner. Das ist eine andere Frage. Aber das hat halt Schule gemacht. Und diese Kleinstaaten, wie zum Beispiel Kroatien und die Slowakei und Ungarn, die haben sich ja alle an den deutschen Nationalstaat orientiert. Teilweise auch am italienischen Faschismus und auch andere, auch zum Beispiel der Kemal Mustafa, der hat sich ja mehr an den Italienern orientiert als am Dritten Reich. Aber auch der persische Schah, der Alireza Schah, hat sich an Deutschland orientiert. Und wer weiß, wo das hingelaufen wäre, wenn der Krieg die Verhältnisse nicht vollkommen umgekehrt hätte. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass nun die Gesamtstrukturen des Dritten Reiches ideal waren. Also die größte Dummheit, die man machen konnte, waren natürlich die Rassegesetze. Ne? Aber vielleicht habe ich jetzt schon zu viel erzählt. Fragen Sie mal. Ja, da muss ich nochmal, ja? bei Hitler war es ja so, der wollte ja absichtlich die Bevölkerung vergrößern, der wollte... Ja. Und zwar, weil er dann, wenn die Bevölkerung zu groß wird für das Land, Volk ohne Raum, ja, dann musste der Raum erweitert richtig werden, und zwar auf Kosten ja, der Nachbarn. Richtig, und das habe ich ja auch oft genug schon gesagt in manchen Vorträgen. Einmal haben die Nationalsozialisten richtig erkannt,
es besteht ein gewisses Verhältnis, eine Beziehung zwischen Volk und Raum. Ist kein Raum da, kann das Volk sich nicht entfalten und leben. Also das muss man beachten. Und diese These mit Volk und Raum, das ist ja nicht Hitlers ureigene These, sondern das ist ja die sogenannte Haushofer-These. Steht aber schon in seinem Mein Kampf drin. Naja, natürlich, nur wo hat das hergenommen? Das meine ich damit. Das war der Haushofer, an dem er sich orientiert hat. Nur, die haben also richtig und haben auch politisch in ihren Reden auch damit argumentiert, wir sind ein zu großes